Hallo und herzlich willkommen. Heute erfahrt ihr die Wahrheit über Gronkh. Ja, also zunächst mal, was ihr jetzt erfahren werdet, ist natürlich keine Wahrheit. Es ist lediglich meine Meinung in Form von Kritik. Wobei jeder, der weiß oder der deutschen Sprache mächtig ist, weiß, dass Kritik nicht positiv oder negativ behaftet ist. Es ist einfach nur eine konstruktive Bewertung sozusagen. Ja, also ich muss wirklich sagen, Gronkh liefert seit Jahren, genauer gesagt seit 10 Jahren, wahnsinnige Konstanz. Und das beste Beispiel dafür ist natürlich auch Minecraft mit über 1500 Folgen, das längste Let's Play, beziehungsweise die längste Reihe auf YouTube, die es überhaupt gibt. Und ja, er ist einfach ein YouTube-Urgestein, ein waschechter Let's Player. Und ja, er Let's Playt, glaube ich, wirklich schon seit sehr vielen Jahren. Nonstop seit 2010, das heißt seit 6 Jahren durch. Und ja, er Let's Playt sehr besondere Spiele, also Indie-Spiele in Teilen, aber auch sehr Mainstream-Spiele, wie zum Beispiel Witcher 3 oder Minecraft, die ihn natürlich dann ein bisschen größer machen. Allerdings ist er ja sowieso schon der größte YouTuber Deutschlands mit 4 Millionen Zuschauern. Und ich weiß gar nicht, wie viele YouTube-Kanäle es in Deutschland überhaupt gibt, die wirklich aktiv sind. Wahrscheinlich sind das vielleicht sogar nur 10 Millionen oder 5 Millionen. Und ja, fast jeder hat ihn abonniert oder hatte ihn schon mal abonniert. Zu seiner Stimme, die ja durchaus sehr wichtig ist, da man sie ja bei insgesamt 8000 Videos hören kann, ist sehr weich, auch sehr angenehm und strahlt auch meiner Meinung nach sehr viel Freundschaftlichkeit aus, ganz wenig Aggressivität oder alles irgendwas Negatives. Ich verbinde damit auf jeden Fall nur positive Eigenschaften. Ja, Minecraft hat ihn sehr groß gemacht und natürlich auch umgekehrt, also durch ihn sind natürlich auch viele andere YouTuber auf Minecraft aufmerksam geworden, beziehungsweise viele Kinder auf Minecraft aufmerksam geworden, und das hat dann Minecraft durchaus auch nochmal, ja, Popularität verschafft. Ja, er spielt die Spiele jetzt nicht sonderlich professionell, also vor allen Dingen bezogen auf sein Alter. Allerdings finde ich das auch durchaus gut, dass er seine Spiele mit sehr hoher Ausführlichkeit spielt und mit der gewissen Ruhe, und diesen fehlenden Skill, den er vielleicht nicht besitzt, gleicht er auf jeden Fall mit einer sehr guten Kommentierweise aus, die es einem wirklich unmöglich macht, es irgendwann langweilig zu finden, ein Let's Play zu schauen. Und ja, das über so lange Zeiten hin. Also ich möchte mir nicht vorstellen, wie Gronkh sich fühlt, wirklich am Tag 6 bis 7 Stunden aufzunehmen und das dann immer noch zu schneiden und so weiter und so fort. Und er bringt ja auch immer eine unheimlich hohe Qualität. Und ja, obwohl seine Körperpflege meiner Meinung nach eher so wahrscheinlich schulmäßig eine 3- wäre, ist er in einer sich sehr verdienten Beziehung mit Pandoria, und ja, ich finde eigentlich auch, dass sie sehr gut zusammenpassen. Ich meine, beide sind Let's Player, beide sind sehr nett und lustig, und ja, ich finde, sie passen wirklich sehr, sehr gut zusammen. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Auf jeden Fall bin ich glücklich, dass Gronkh als so netter Mensch auch eine Lebenspartnerin gefunden hat in diesem Sinne. Und ja, allgemein sieht man auch, was er für ein guter Freund ist, wenn man sich die Videos auf dem Channel der Superhomies anschaut. Sarazar passt ja auch sehr gut zu Gronkh, also wobei Gronkh vielleicht noch aus dieser Generation der 40er kommt, wo man noch so lange Haare und einen Bart hatte und so weiter. Es sieht auf jeden Fall sehr gut aus, und ich denke, er hat die Verbindung zur Jugend auf jeden Fall nicht verloren, und er hat auf jeden Fall noch diese gewisse Kindlichkeit, die auf jeden Fall auf YouTube auch wichtig ist, da ja vor allen Dingen der Zuschauer, ja, Pensum eigentlich so vor allen Dingen, beziehungsweise die Zuschauer meistens zwischen 10 und 16 sind oder sowas. Deswegen kommt er auf jeden Fall auf YouTube, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ja, allgemein würde ich sagen, dass er ein herzensguter Mensch ist und vor allen Dingen der konstanteste YouTuber, den ich mir vorstellen kann, wahrscheinlich sogar auf der Welt, und mit der besten Qualität, die es überhaupt gibt. Und ja, das war meine Meinung über Gronkh. Schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich würde mich sehr gerne freuen über ein Feedback oder über Kritik. Haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ihr könnt ruhig schon mal abschalten, ja.